Herzlich willkommen zur Ausgabe 61 des Retro-Komfort-Video-Stammtisches. Und heute wird mal wieder geballert. Heute gibt es einen Shooter aus der guten alten Zeit. Wir spielen heute Menace. Wir gehen bei der Reihe nach das Panel durch. Michael ist da. Hallo Michael. Servus zusammen. Ich bin mal wieder der Exot. Ich spiele heute die DOS-Version. Die ruckelt anscheinend ein bisschen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin sehr gespannt. Manfred, was sehen wir bei dir? Erstmal hallo beieinander. Ich zocke C64, weil die Version haben wir ganz gut von der Grafik und ich habe bloß kurz mal reingeschaut. Mal schauen, wie weit ich komme. Dann haben wir den Marcel da, den Amiga Master. Schönen guten Abend. Ich spiele die Amiga-Version. Eigentlich heute höchstwahrscheinlich das erste Mal richtig, weil damals ist das im Vergleich zu anderen Spielen bei mir immer rausgeflogen. Ich lasse mich mal überraschen. Dann haben wir den Jump'n'Run- und Shooter-Experten Ingo bei uns. Ja, also ich freue mich heute eigentlich, weil das habe ich gerne gespielt früher. Und ja, ich bin mal gespannt. Aber Leute, wie könnt ihr denn bitte schön etwas anderes außer der Amiga-Version spielen? Das ist doch ein bisschen krank. Das ist Ansichtssache. Ich anderer Meinung. Ja, herzlich willkommen, Manuel. Ja, Heute ist das erste schon Mal bei weg. uns. Ja, grüß dich. Ja, ich spiele tatsächlich die C64-Version. Ich habe damals Blood Money auf dem Amiga gespielt, mir damals dann die Amiga-Version angeschaut und fand die C64-Version im Verhältnis besser gelungen. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit ich heute komme. Ich werde das Spiel erstmal versuchen, ohne Trainer zu spielen und dann einmal mit Trainer komplett durch. Wir haben noch zwei weitere Gäste, die haben sich aber jetzt während der Anmoderation auf Stumm gestellt. Ich weiß nicht, ob Arne oder Danny uns noch hören oder sehen. Die sind aber theoretisch auch bei uns, haben sich aber gerade gemutet. Ich glaube, eine große Einladung brauchen wir da nicht. Klassischer Links-Rechts-Shooter. Kleiner Tipp, wer es noch nicht weiß, die Extrawaffen bekommt man, wenn man die auftauchenden Quadrate beschießt. Das ist wie bei Parodius. Je länger man sie beschießt, desto besser werden die Waffen. Und das letzte Extra wäre unendlich viel Energie. Das habe ich nämlich erst heute gerafft und deswegen kann man es dann doch etwas besser spielen. Jetzt haben wir die Wahl zwischen Rookie und Expert. Tja, okay, dann fange ich erstmal mit Rookie an. Der feine Unterschied ist, auf Rookie sind die Hintergrundgrafiken kein Kollisionsobjekt. Auf Expert, egal was man berührt, die Energie geht runter. Deswegen versuche ich hier auf jeden Fall erstmal auf Rookie. Was mich schon mal richtig nervt, das merke ich nämlich gerade, das Spiel unterstützt kein Dauerfeuer. Sprich, du musst jedes Mal für jeden Schuss die Taste drücken. Sobald ihr Dauerfeuer anmacht, gehen die Extrawaffen weg, nur als Hinweis. So, jetzt habe ich das zweite Mal die Kanone eingesammelt. Hat man bei mir, sieht man bei mir unten, dass da Cannons ist und da ist ein Energiebalken. Deswegen schieße ich jetzt auch nicht. Erst wenn die Gegner da sind. Das war dumm. Weil du hast die Extrawaffen nicht unbegrenzt. Wobei man kann da aber ganz gut handhaben, wenn du zumindest die Extrawaffen wieder nachfüllst. Problem ist halt, wenn dieser Stein zu weit links auftaucht, kannst du Ja. halt die Extrawaffen nicht mehr bekommen. Jetzt schieße ich hier die Gegnerwelle ab, dann kommt der Stein raus. Ich schieße jetzt so lange drauf, bis der Laser kommt. Jetzt habe ich den Laser bekommen. Aber das erste Mal heißt, ich kriege erst die Waffe, sie schießt aber noch nicht. Das muss man auch erstmal wissen. So, erster Bosskampf in der Amiga-Version. Kanonen konnte ich jetzt nicht mehr auffrischen, dafür habe ich die erste Drohne oben. Die steuern sich, wenn du nach rechts, nach vorne gehst, schießt das Ding nach hinten, aber die Reichweite ist extremst Können begrenzt. Wenn man hier einen Laser parallel. hat, Wir können einfach parallel. draufhalten und dann ist der Bosskampf schon auch erledigt. Können parallel den Boss erster Level C60 sehen. Der ist jetzt auch gerade bei mir. Ist ohne Extrawaffen ein bisschen gemein. Ich spiele, wie gesagt, ja auch leider ohne Cheat, was ich ja normal nicht tue, aber ich dachte mir, heute mache ich das mal. Oha. Ich versuche nochmal Level Ich habe 1 den zu ersten Level gestalten. jetzt ohne Cheat immerhin geschafft, aber mein Shield ist schon auf Oh. die Hälfte weg. Nein, 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 einen zu früh eingesammelt. Ich wollte volle Energie. Jetzt habe ich ein Schutzschild. Das geht ganz schnell. Da vertut man sich echt schnell. Ich merke schon, was ich das Alter zeigt seine ersten, zeigt die ersten Zähne, denn das dauernde Hämmern auf den Joystick-Button geht dann doch schon ein bisschen ins Handgelenk. Aua. Zweiter Bosskampf und ich habe eine Ah, gute ne, das. Ausgangsposition. Fast alle Waffen auf volle Power. Ausweichen, drauf, wieder genau auf die Mitte, da man kein Zeitlimit hat. Nein! Verdammt nochmal, ey. Bin schon etwas zu schnell, aber das war der zweite Bosskampf. Den zweiten Level ist auch geschafft mit dem ersten Versuch. Bin ich hier bei dem ersten Endgegner, der anscheinend irgendwelche Spermien, das sieht jedenfalls witzig, finde ich, das sieht wirklich so aus, und sich schießt. Aber komischerweise blickt der nicht. Das ist ja nicht wahr hier. Da kommen dann irgendwelche Sternchen auf mich zu. Und gescheitert. Die Musik ist halt etwas monoton irgendwann, weil sie halt auch zu wenig Abwechslung hat, auch wenn sie gut ist. Solltest du mal die Musik auf dem PC anhören? Nein. Du hast doch gesagt, es gibt keine Musik. Eben.
Ja, das ist besser, als würde es Musik geben. Für mich ist Autofeuer übrigens auch ein Cheat. Also wenn hier jemand sagt, er spielt ohne Cheat, benutzt Autofeuer, dann spielt er für mich mit Cheat. Da musst du ein verdammt gutes Handgelenk haben. Aber was kannst du denn? Ich schieße doch nicht mit dem Handgelenk, ich schieße mit meinem Finger. Ja, aber das malträtiert hier meinen Daumen. Also ich gebe Arne recht, ich finde Autofeuer finde ich schlimmer, als ein Cheat einzustellen. Was? Ah, Patrick ist auch meiner Meinung. Ich bin nicht der Einzige. Ich cheate gerne, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich finde Autofeuer Schwachsinn, weil ich möchte doch bei meinem Finger spielen. Was man will doch ballern, man will doch. Ja, genau, das macht doch Spaß. Autofeuer ballert ja sogar viel schöner. Stehst du auf Sehnscheidentzündung? Also nein, aber wenn ich spiele, möchte ich auch nicht automatisch gespielt werden, dann möchte ich auch was selber tun. Okay. Ich baller schon mein ganzes Leben lang ohne Autofeuer und habe noch keine Entzündung. Ich auch, ich hab fast die Autofeuer angehabt. Also bei fast ja, wahrscheinlich Spiel. Sind aber auch deine Handgelenke besser. Nein, schon wieder nicht. Das kann sehr gut sein. Das ist ja auch, mein Handgelenk bewegt sich gar nicht, nur mein Finger. Ich weiß nicht, was ihr habt. Diese kleinen blöden Viecher hier, das sind die Manuel eben meint, das ist echt nervig. Diese aber Spermien, ne, meinst du? Nein, ich meine nicht. Achso, diese Kreise, diese kleinen Bomben. Ja, die sind scheiße. Aber wie das bei euch aussieht, das ist so schlimm. Das sieht nicht schlimm aus. Das ist richtig schöne Grafik. Hässlich wie die Nacht. Nein, das ist hässlich. Ja, bei mir sieht es schön aus. Das hier ist schön. Eine riesige Kanone. Jetzt kann man das auf dem C64 spielen. Das ist eine Blasphemie. Schau, ich nenne es auf dem C64 spielen. Patrick, gleich kommen sie wieder. Da sind sie wieder. Patrick, hilf mir. Was soll ich machen? Ich habe selber Probleme hier mit den Viechern. Ich hasse die Dinger. Jetzt kriege ich langsam einen Krampf im Finger, danke. Ja, Autofeuer ist die Lösung. Nein, ich doch. Ich benutze kein Autofeuer. Es ist aber kein Patrick. Cheat. Also ich wäre mir dagegen. Autofeuer ist ein Cheat. Es ist kein Cheat. Nein. Außer er wurde von den Programmierern selber eingefügt, das Autofeuer. Dann ist es natürlich kein Cheat. Das ist ja klar. Bei Soulforce ist es eine Funktion. Was ist denn das hier? Das ist ja fies. Homing-Schüsse. Wie habt ihr das geschafft? Nein. Oh, das ist jetzt aber echt fies. Mann. So, nächster Versuch. So gut wie volle Energie, keine Kanonen und Laser gerade voll. Jetzt weiß ich ja, dass ich aufs Herz schießen muss. Das ist wirklich einfach. Wenn du ein Schild hast, dann kriegst du die relativ leicht weg. Du bist jetzt aber auch die Schüsse blockieren, seine Schüsse blockieren meine Schüsse. Ich habe den Laser schon komplett aufgebraucht. So, ich habe unter Einsatz der Energie habe ich den Kampf jetzt verkürzt, aber 2/3 meiner Energie habe ich dafür eingebüßt. Dafür ist er dann schnell weg. Hier ist wieder das Schleimbeutelmonster, das nicht fehlen darf. Hilfe! 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 Man kann ihn nicht abschießen. Wo will Hilfe hier? Jetzt! Da muss ich drauf wetten. Ja, den kann man abschießen. Kanonen, wunderbar. Boah! Fliegende Erdbeeren. Leute, ich habe eine Laserkanone, das erste Mal überhaupt. Oh je. Es ist ein Fluch. Und schon wieder nicht. Kann doch nicht wahr sein. Geht doch nicht an hier. Ich schmeiß gleich den Jossi in die Ecke. Muss man auch immer schauen, ob man sich jetzt den Laser wiederholt oder die Kanone, weil eins oder das andere ist ja immer alle sozusagen. Ist auch eine ganz witzige Mechanik eigentlich. Nein, wieder nur bis zum Schluss geschafft. Ich wollte Energie. Meine ganzen Schüsse zurückgesetzt. Und jetzt kommt der Bossgegner. Fuck. Oh, ich komme nicht rein, er labert. Ich verstehe, was ich treffen muss. Ich weiß nur nicht, wie lange ich das hier überlebe. Die Mohrrüben machen mich echt fertig. Nein. Ich bin auch zu schnell. Shield ist mir schon genug geholfen hier. Fuck. Ich bin zu dumm. So. Ja. Tot. Ich glaube, ich bin zu alt für so einen Kram. Ja, nee. Du bist zu blöd. Also ich mache jetzt den Cheatern bei mir. Ja, werde ich auch gleich machen. Weiter als jetzt komme ich eh nicht. Jetzt wird es natürlich hart. Ohne Satelliten, ohne alles. Ich komme noch nicht mal mit dem Standardschuss mehr durch. Aber diese Homie-Missiles sind einfach zu viel momentan. Nee, mit denen komme ich nicht klar. Guck dir das hier mal an. Du hast hier Gegner, die diese zielsuchenden Schüsse machen. Ich habe den Level jetzt von vorne begonnen. Ich bin ganz langsam auf die Standardbewaffnung. Die Schüsse sind fast genauso schnell wie ich. Ich kann denen gar nicht mehr ausweichen. Und die kommen von hinten. Also ab Level 5, wenn du stirbst auf dem Amiga und die neu versuchst, ist Game Over. Da kommt hier noch dieser Schleim, der sich an dich festsetzt. Den auch nicht abschießen kannst mit normaler Bewaffnung. Ja,
Kann man denn irgendwie Energie auftanken? Also ja, es gibt Energie irgendwo. Ich weiß nicht genau, wie sie aussieht. Hier, das Weiße, ein weißes Schiff, das letzte Icon. Das ist neu, komplett neue Energie. Ja, so lange draufballern, wie es geht. Das bleibt nämlich dann in diesem Modus stehen bei Energie. Aber das schafft man ganz selten leider. Da brauchst du die bessere Bewaffnung. Das heißt, es switcht genau. Nicht wieder von durch. Also die Gegner ganz weit rechts abschießen und dann so schnell wie möglich, dann kriegst du... Oh. Es ist schwer, ja. Ist natürlich ein Hammer extra. Ja, ne? Danke, neue Energie. Danke, ich hab vor, ich bin voll. Ich bin voll. Ja, ja, Prost. So, das ist der Endgegner vom vierten Level. Und natürlich. Oh Mann! Er ist relativ einfach, Michael. Geschosse aus. Konzentrier dich auf die Schüsse und weich denen aus. Die verfolgen dich immer. Du brauchst aber eine gewisse Grundgeschwindigkeit des Raumschiffes. Und das immer so kreisrum. Ja, ich hab ihn! Was ist das denn? Das ist ja scheiße. Wieso fange ich denn jetzt da an? Diese komischen Kugeln hier. Die heften sich an mich ran. Und verhindern, dass ich schießen kann. Ja, du musst den Endgegner schnell besiegen, dann kommen diese Homing-Schüsse nicht. Oh, ich bin jetzt hier bei Toastbrot. Hier sind bei mir die Slimer-Gegner aus Ghostbusters. Cool. Ich habe hier so komische Würfel. Nein, ich habe keinen Extras. Oh, jetzt habe ich ein Speed-Up eingesammelt. Ich will doch nur Shield. Bitte Shield, 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 Shield. Shield. Ich hab's geschafft. Jetzt kommt Knäckebrot. Was? Das sind Steine hier. Jetzt kommt Knäckebrot. Ich bin beim Endgegner von 5. Ja. Ja, mach dich fertig, mach dich fertig. Scheiße, ich hätte fast geschafft. Oh nein. Das Viech hier ist aber auch ganz schön schwer. Oh Gott. Wo bist du denn, Arne? Ich komme nicht durch. Ich muss immer noch lernen. Level oder so. Das schaffe ich nicht. Ich komme da nicht ran. Das ist alles zu schnell. Wenn du eine Standardbewaffnung beim Endgegner hast, bist du aufgestellt. Ja. Das dauert zu lange. Ja. Ja, und dann kommt er mit seinen zielsuchenden Scheißtrick, da? So, ich werde gleich auf Trainer umswitchen. Geht nicht anders. Oh, sehr schön. Keine besondere Sonderbewaffnung, letzter Endgegner. Ja, aber ich finde, das ist alles sehr gut schaffbar. Ja, ja, die ersten drei schon, aber dann eben nicht mehr. Ab 4 wird's hart. Aber wenn die Amiga-Version eh einfacher ist als die ich helfe. Ja, schön, der Raum wird kleiner. Dann bist du beim Bossgegner, beim Endboss sogar. Ja. Oh Mann, leck mich doch hier weg, 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 weg. Ja, und jetzt. Oh, du Drecksau. Boah, Raketen. Das gibt's ja nicht. Ja, der ist gestorben und ich bin auch gestorben. Nein, nein, nein. Sorry. Lass es raus. Warte mal, ich muss nochmal neu starten. Da geht er hin. Schauen wir mal ganz kurz, was jetzt noch passiert. Ah, ich habe hier eine Endsequenz. Der Planet, auf dem ich geflogen bin, der ist gerade in die Luft geflogen. Ja, dann Fazit. Okay. Das war die DOS-Fassung mit Cheat, das zählt nicht. Ja, dann Spiel ohne Cheat. Viel Glück ab Level 4. Wie besiege ich denn den ersten Endgegner? Das Problem bei der Sache ist, dass die Endgegner einfach nicht blinken. Man weiß gar nicht, wo man sie treffen muss. Der erste Endgegner ist besiegt ohne Cheat. Ich glaub's nicht. Und das ohne Geblinke und ohne Sound. Wo muss man es denn hier draufstürzen beim Endgegner? Auf die Kugel, denke ich mal, oder? Hier, auf die Kugel. Hm. Genau, die Kugel. Ja, ich hab ihn. Ich bin Level 6. Ich glaube, das ist eine super Strategie. Wenn du Waffen hast und die Energie ist voll, ja, flieg in das Ding rein und baller. Dann ist er in 5 Sekunden weg. So, nur, dass ihr Bescheid wisst, ich werde jetzt auf Trainer umswitchen. Allerdings nur unendlich viel Energie. Alles andere bleibt aus. Entschuldigung, der Boss von Level 3, ne? Volle Bewaffnung, ins Herz reingeflogen, nach 2-3 Sekunden war der weg. Ja, logisch. Kaum Energie verloren. Zeit. Mach dir das anders. Ich habe zwar unendlich viel Energie, aber ich tue jetzt mal so, als hätte ich es nicht. Und ja, das sagen alle. Ja, man kann sich ein bisschen Mühe geben, kann man ja, ne? Nein! Eure Christen. Hast du denn Marcel? Ich habe ein Speed-Up eingesammelt statt ein Laser. Marcel ist traurig. Ingo, bist du durch mit dem Level? Hast du es geschafft? Ich glaube, 6. Level kriege ich nicht. Das schaffe ich nicht. Einer geht noch, Mann. Ingo, die Taktik ist perfekt. Ja. Das ist Welt 4. Der hat mich keinmal getroffen. Ich habe keine Energie verloren. Ich hatte nur den Laser. Rein,
etwas mehr als eine Sekunde war der Boss besiegt. Eigentlich brauchst du überhaupt keine extra Waffen. Ja, du musst einfach nur versuchen, immer dein Schild auf Maximum zu machen und beim Endgegner dich dann drauf zu stürzen. Ich bin mal am Endgegner, aber ich schaff's nicht. Warte mal, hier reinsetzen, guck hier, warte mal. Ja, ich bin tot, ich hab's geschafft. Ja, ich bin tot. Nein, ich hab's geschafft, ich glaube, ich bin durch. Ich will trotzdem von der Wand weggehen. Ich bin durch. Wieso? Kommt da noch was weiter? Das war der 5. Letzte. Wieso bin ich nicht aktiv? Doch, jetzt bin ich aktiv. So. Cool. Das ist ja geil. Ohne Trainer. Du hast das ohne Trainer durchgespielt. Ja. Respekt. Das heißt, dann müssen wir jetzt nur noch das C64 und Atari-Ende sehen, oder? Ingos Tipp stimmt. Ich habe jetzt bei dem Endboss, bei dem letzten Boss, habe ich vielleicht 25% meiner Energie verloren. Ich hatte etwas mehr als die Hälfte. Einfach drauf. Keine Rücksicht auf Gegner, auf Geschosse nehmen. Ran an den Schwachpunkt des Gegners und ballern. Ingo. Gegner. Ja? Wenn du jetzt nochmal startest oder nochmal von vorne anfängst, so, zwei spielst du im Expertenmodus, ja. Dann hast du auch die Hintergründe als. Ja, aber das muss ich jetzt nicht machen. Also das also mit den Hintergründen, weil das hat mich eigentlich bei vielen Spielen schon mal genervt. Ich habe einen Laser bekommen. Das ist jetzt natürlich der Himmel, weil jetzt kriege ich, glaube ich, mit dem Laser. Nein, bin ich blöd, ich schaff's nicht. Mit dem Laser kann ich mir dann wieder Shield holen. Schon in Level 1 auf Experte verlierst du Energie, weil überall Tentakeln in den Level reinragen. Und jede sanfte Berührung mit der Hintergrundgrafik kostet Energie. Es hat geklappt. Mit null Shield. Das ist ja blöd. Ja, man kann echt einfach direkt in die Gegner reinfliegen und immer ballern. Ja. Selbst mit 5 Shield habe ich eben noch überlegt, weil der so schnell gestorben ist. Ja, du kannst nicht so nah ranfliegen. Oh, ein Steingesicht. Kannst du direkt übers Herz fliegen. Guck mal hier, ich kann nicht weiter ran als so. Zwei Steingesichter. Ich auch nicht. Das ist so begrenzt, ne? Nein, das heißt, die Wertung ist tatsächlich bei den Endgegnern schwieriger. Mal hier ist jetzt der letzte Gegner beim C64, das letzte End. Der war schnell weg. Das ist erstaunlich. Da hat sich der Rest noch gar nicht aufgelöst. Kommt wahrscheinlich jetzt gar nicht sehen. Mal gucken, ob es am 60 eine Endsequenz gibt. Bin ich mal gespannt. Flieg zurück in das Teil, okay. Oh, jetzt hier kommt dieselbe Endsequenz wie beim PC zumindest. Das sieht genauso aus wie auf dem PC. Ja, geschafft. Es hat funktioniert. Bei der Kristallkugel muss man etwas über ihr stehen, weil die Hand sie, glaube ich, verdeckt. Aber über der Hand, da kann man sie treffen. Jetzt bin ich auch im letzten Level Plateaus auf Draconia. Ohne Cheat. Ich glaube, ich schaff's jetzt nicht, Ingo, aber ich kann dich verstehen, dass es möglich ist, zumindest jetzt. Also ich finde, die Gegner sind so toll, so abwechslungsreich. Jeder Level hat gefühlt 6 verschiedene neue Gegnertypen immer. Und immer noch neue Formationen. Ich bin wirklich hin und weg. Also auf Experte werden diese Gegner hier hammerschwer. Weil du musst ja im Kreis um die herum. Aber unten ist Hintergrundgrafik. Es geht nicht, dass man um sie herum geht. Du verlierst die gesamte Energie. Und deine Schüsse werden von den Schleimbatzenbrocken da blockiert. Wow. Das sieht bei dir aus wie Dünnschiss und bei Patrick wie Popel. Also, nee. Ich bin ja froh, dass ich mir kein Atari ST geholt habe. Mensch, da wäre ich gemobbt worden früher in der Schule. Oh, was ist denn das hier für ein Scheiß? Oh, Hilfe, der Raum wird immer kleiner. Oh, du bist beim Endgegner, ja? Genau, ja. Jetzt wird es kleiner, jetzt musst du ihn schnell zerstören. Was jetzt? Was mache ich jetzt? Du hast einen Sheet an, dir kann nichts passieren. Trotzdem, ich dachte gerade, ich kann nicht mehr. So, komm. Ich mache es jetzt wie folgt. Ich tue einfach irgendwas auf den Feuerknopf drauflegen. Meinetwegen irgendeinen Teller oder so. Und dann gehe ich weg. Und ja, einfach mal. Geschafft. Was. Wahnsinn, durchgespielt. Ja gut, mit Trainer, egal. Den letzten Level schaffe ich jetzt nicht. Der ist zu schwer für mich. Ja, dann können wir ja eine Art Fazit mal ziehen. Wie gesagt, ich bin sehr überrascht. Ich mochte das Spiel früher nicht. Ich habe es nicht gerne gespielt und wollte dem Spiel eine zweite Chance geben. Und das muss ich sagen, ja, war auf jeden Fall sinnvoll, weil ich fand schon die C64-Fassung toll, ich finde die Grafik gut, Musik gut und auch das Spiel selber ist sehr spielbar und sehr, sehr fair. Hab's dann nochmal auf dem Amiga gespielt, da ist es noch spielbarer und fluffiger, weil man schneller schießen kann und auch dieser Trick mit den Endgegnern geht. Ich halte es im Augenblick wirklich für einen der
absolut besseren Links-Rechts-Shooter auf beiden Systemen. Und auch wenn es auf Amiga vielleicht insgesamt ein bisschen runder ist, kann auch die Zersicht-Fassung überzeugen. Ich bin sehr positiv überrascht, wenn nicht zu sagen, sogar eigentlich fast begeistert. Wie ist es bei euch, Manuel? Das unterstreiche ich mal so. Also ich bin da voll deiner Meinung. Grafik ist richtig lecker. Was mich halt doch sehr gestört hat, war der Schwierigkeitsgrad. Der ist weit von der Amiga-Fassung anscheinend entfernt und so ein paar kleine Ungereimtheiten wie das fehlende Blinken, wenn man auf Endgegner schießt und so. Aber ansonsten, schöner Shooter. Mir persönlich war er ein bisschen zu schwer. Stefan, wie ist dein Fazit? Ich bin so semi-begeistert. Es liegt aber nicht an dem Spiel. Oder doch, es liegt an dem Spiel, aber liegt eher an mir so. Ich habe alle drei Versionen gespielt, aber eigentlich nur das erste Level immer. Die ST, C64 und Amiga-Fassung. Ich finde schon, dass zumindest das erste Level wirklich die Amiga-Fassung am leichtesten ist. Das habe ich ganz einfach daran gemerkt, dass ich da überhaupt das erste Level geschafft habe. Optisch finde ich es auf dem C64 sogar sehr, sehr beeindruckend in Bewegung. Da muss ich also Arno auch widersprechen. Von daher, eigentlich ein ganz gutes Spiel, ist halt nicht meins. Arne, du hattest zwischendurch ja auch Begeisterungsstürme, außer im letzten Level. Ja, genau. Ich hatte das als viel schlechter in Erinnerung. Ich bin jetzt auch total begeistert hin und weg von der Amiga-Version. Es geht los mit dem wunderschönen Mutterschiff, aus dem man wie aus so einem Fisch entlassen wird in den Level. Zieht sich durch das Spiel mit diesen ganz kreativen Gegnern und ganz tollen Gegnerformationen auch. Und dieser tollen Idee, dass man, wenn man ein extra holt, zum Beispiel die Kanone, die erst ans Schiff gebaut wird, dass man dann also auch sieht, man hat jetzt eine Kanone und dann kann man sie eben ausrüsten. Und wenn man Kanone oder Laser ausrüstet, dann hat man ja Munition. Und diese Idee, dass man dann auch mit der Munition haushaltet und immer gezielte Feuersalven abgeben kann und so. Und diese Strategie, dass man versucht, die Gegner am Rand des Bildschirms zu erledigen, damit man Zeit hat, diese Extras oft zu treffen, so ein bisschen wie Parodius, alles zusammen, finde ich es wirklich viel, viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Michael, du hast dir die DOS-Version noch angetan. Die sah jetzt optisch zumindest gar nicht mal so schlecht aus. Den Sound haben wir jetzt zum Glück nicht gehört. Konnte man aber spielen demnach trotzdem? Die konnte man spielen, ja. Und gut, ich bin jetzt einer, der mag dieses Genre eigentlich überhaupt nicht. Und normalerweise hätte ich das wahrscheinlich auch nicht weiter als 10 Minuten gespielt und dann weggeschmissen. Heute habe ich mich mal dran gesetzt und ich muss sagen, ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist für Anfänger eigentlich ganz gut geeignet, wird aber dann ab dem vierten Level wirklich unmenschlich. Es ist halt nicht keine Kurve, sondern du hast eine Felswand und dann klatscht du entweder unten auf oder du schaffst es sofort mit einem Sprung rauf. Aber immerhin bis zum dritten Level habe ich es ohne Trainer durchgeschafft. Das ist mehr als ich heute Vormittag noch erwartet hätte. Manfred, wie ging es dir beim Spielen? Also ich bin erstaunt, wie gut sie beide Personen, Amiga und 64 gespielt. Ich habe so ohne Cheat, sag mal, maximal bis Level 3 Expert geschafft und auf dem C64 die Schlussfrequenz viel zu langsam. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Dann haben wir ja unseren Experten heute gehabt, den Ingo. Der hat heute auch das letzte Wort, weil keiner außer Ingo hat, ohne zu schummeln, den sechsten Level geschafft. Marcel hat es doch geschafft auch. Ja, aber nicht so schnell und flüssig wie du. Marcel hat ein Safe State, soweit ich es mitbekommen habe, oder? Ja, ich habe am Ende dann Safe State. Du zählst nicht. Ingo, du bist der Einzige, der es ohne Schummeln geschafft hat. Ich wiederhole das nochmal. Das ist echt komisch. Also, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Hättest du gedacht, dass du ja heute der Links-Rechts-Shooter-Experte bist? Nein, eigentlich nicht. Also ich hatte das Spiel ja damals am Original und ich habe es gerne gespielt. Und vielleicht hat das jetzt halt mir etwas gebracht, weil es gibt halt so einige Taktiken und die waren halt irgendwo, hatte ich noch irgendwo verinnerlicht und das ging dann halt irgendwo dann einfacher. Und ich weiß halt auch nicht, warum die Leute hier so Probleme hatten. Ja, einer muss es ja durchspielen. Ja, dann können wir ja mal gucken, was wir die nächsten Wochen spielen, denn jeder kann... Du hast mich vergessen. Entschuldigung, Marcel, ich hab vergessen, ernsthaft? Das liegt daran, dass dein Bild so rot strahlt, dass es brennt in meinem Augen. Entschuldigung. Hätte ich doch noch das rote T-Shirt anlassen sollen? Nein, das grüne war besser. Du hast gesagt, du hast geschummelt. Ja, stimmt. Aber das ist der Schlusswort. Ansonsten bin ich ein bisschen auf Michaels Seite auch. Erstmal, ich habe das Spiel früher nicht gespielt, weil ich kannte vorher Blood Money. Und wenn man Blood Money gespielt hat und danach dann Menace einlegt, ist das Erste, was man sieht und hört und denkt dann, raus, ich spiele lieber Blood Money. Deswegen bin ich froh, dass wir es heute gespielt haben, weil nach dem ersten kleinen Schrecken ist es gar nicht so schlimm. Die Hintergrundgrafik in den Leveln finde ich toll, aber da bin ich soweit bei Michael. Level 4 macht dann plötzlich einen Sprung, auch auf dem Rookie-Level. Die Taktik vom Ingo, die er dann rausgefunden hat, die ist wirklich genial. Also bei den Bosskämpfen genügend Energie haben, den Laser haben, dann hast du den Bosskampf gewonnen. Ob das so gewollt war, weiß ich jetzt nicht. Und den Expert-Level, da ist der Name Programm. Ich habe den halt versucht.
bis Level 3 bin ich gekommen mit Safe States. Und bei Level 4 waren wir auch mit Safe States. Einfach nur Game Over und Ende aus vorbei. Ansonsten finde ich es gut mittlerweile. Wir haben natürlich auch Danny vergessen. Wie hättest du es gefunden, wenn du es heute rechtzeitig gespielt hättest? Ja, ich würde mich da eher dem Kollegen an der Spree anschließen. Ich finde es eher so Mittelmaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich bei dem Spiel wirklich immens stört, ist, dass ich keine Soundeffekte habe. Das fehlt mir echt total. Grafisch, ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find's nicht schlecht, ich find's aber auch nicht schön. Die Explosion zum Beispiel finde ich überhaupt nicht schön. Ja, und spielerisch, dieses strategische Element, das gefällt mir eigentlich wiederum ganz gut. Aber in der Gesamtwertung, nee, ist absolut nicht meins. Da nehme ich lieber die im Chat schon genannten Titel wie Armelite oder halt die Mehrtype. Ja, danke an euch alle. Bis hoffentlich, ja, an dieser Stelle nächsten Donnerstag. Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns ja irgendwo fast jeden Tag. Ja, und auch danke natürlich an die Zuschauer und an den Chat. Und ich würde mal sagen, bis nächstes Mal, wenn wir dann tatsächlich versuchen, mit Sonic warm zu werden. Das könnte für mich ein schwieriges Problem werden. Mal sehen, bin ich sehr gespannt. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.